So, grüß Gott. Grüß Gott. Eine schöne kleine Vase haben Sie uns mitgebracht, mit Landschaft. Ja. Erzählen Sie doch mal. Die kleine Vase habe ich auf einem Flohmarkt gefunden. Und die hat mir sehr gut gefallen. Es sind ja viele oder einige erhabene Elemente drauf und eine Signatur. Und ich habe da so ein bisschen laienhaft recherchiert. Und es könnte sein, dass diese Vase von der Firma Lötz ist und gedacht war für den Export nach Frankreich. Nach Frankreich. Ja, lassen Sie uns doch erst einmal schauen, was wir hier sehen. Also das ist so eine sehr idyllische Seenlandschaft, würde ich das mal nennen. Da ist so eine Blockhütte dargestellt, inmitten von Bäumen, so ein bisschen so eine Parkanlage, aber ansonsten doch offenbar eine Wildnis. Oh, und hier kommt um eine Kirche. Das ist eine Ruine, nicht? Von einer Burg. Stimmt, das ist eine kleine Burgruine. Hier zu sehen, genau. Und dann ist aber sehr schön, wie im Vordergrund dann diese Bäume stehen, die dann auch noch so changierend leuchten. Ich frage mich gerade, hast du so eine Taschenlampe dabei? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man das von innen noch ein bisschen beleuchtet, die Sache noch dramatischer aussieht. Wenn man das Licht gibt, wird das Ganze dann auch, ja, ja, also sieht das Ganze doch noch mal wunderbar viel strahlender aus. Ja, also das ist doch mal was fürs Herz. Gut, und jetzt haben wir hier die Signatur. In der Tat, da steht Richard. Und nun würde man zunächst mal denken, Lötz, ja, das ist ja an sich diese Jugendstilfirma gewesen, die diese irisierten Gläser hergestellt hat. Und das ist so etwas ganz anderes hier. Sie haben eben angesprochen, dieses Relief, nicht? Das ist in diesem Fall mit Säure geätztes Glas. Man hat das vorher schabloniert und dann wird eben das, was in den Hintergrund treten soll, weggeätzt. Und der Vordergrund bleibt dann stehen. Das Glas ist in mehreren Schichten geblasen, also es sind mehrere Überfänge, wie man das nennt. Also orange, darüber das Grün, dahinter noch so ein etwas Blau. Es ist mit ziemlich viel Aufwand hergestellt. Und auch dieses Ätzen ist im Grunde eine Fabriktechnik gewesen, die das Ganze verbilligt hat gegenüber dem Glasschnitt, wo man also aufwendig alles rausschneiden musste. Und trotzdem gehörte da sehr viel technischer Sachverstand dazu, um dem Ganzen dann auch so einen Finish zu geben. Und das ist hier, sieht man ja sehr schön, wie das so glitzert zum Teil. Sehen Sie, das ist so ein bisschen seidig. Und das ist wiederum sehr typisch für diese Gläser, die den Namen Richard tragen. Und in der Tat, das war eine Aktion der Firma Lötz. Das war eine Aktion der Firma Lötz, denn aber wenn man diese Vase so sieht, würde man ja erstmal was völlig anderes denken. Dann denkt man ja an die École de Nancy, dann denkt man an die großen Jugendstilgläser, die aus Frankreich kommen. Aber die Firma Lötz war immer sehr erfindungsreich, beziehungsweise musste auch immer schauen, dass sie wirtschaftlich gut arbeitete. Und gerade nach dem Ersten Weltkrieg liefen die Geschäfte nicht mehr so gut, wie sie vor dem Krieg oder zur Zeit um 1900 liefen. Und da musste man einfach neue Geschäftsideen finden. Und eine davon war, diese Jugendstilgläser, die man aus Frankreich kennt, zu kopieren. Was die Signatur anbelangt, ist es ganz interessant. Anscheinend konnte man bei Lötz Wünsche äußern und sagen, ich hätte gerne die und die Signatur. Über diese Signatur Richard oder Richard, wenn man vielleicht denkt, dass es ein französisches Glas ist, wissen wir auch nicht wirklich viel. Aber wir wissen, dass es einen Verleger in Paris gab, Edmond Edling. Der hat in der Mitte der 20er Jahre Gläser ausgestellt, die die Bezeichnung Richard trugen. Und es ist zu vermuten, dass das wahrscheinlich der Auftraggeber der Firma Lötz war für diese Art von Gläsern. Genau, der wollte natürlich so ein Verleger in dem Fall gar nicht den Namen Lötz auf der Vase sehen, weil der halt sein eigenes Produktprogramm hatte. Das ist heute auch nicht anders. Wenn Sie heute Trinkgläser kaufen, ist da oft irgendwie ein Markenname drauf, der aber gar nichts mit der Firma, der Fabrik zu tun hat, die das hergestellt hat, sondern das ist dann eben so eine Marke einfach, nicht? Und so muss man das wohl hier auch verstehen. Ja, ist ja ein kleines Wäschen. Ein kleines Wäschen. Und Sie sagen, es ist eine Flohmarkt-Trouvaille. Genau. Darf ich denn fragen, was Sie dafür bezahlt haben? Ein Euro. Ein Euro. Ein Euro.
so eine Vase bringt heute auf einer Auktion so zwischen 200 und 250 Euro. Und das ist doch einfach eine schöne Gewinnspanne. Dankeschön. Gut. Ja, nochmal Glückwunsch zum guten Kauf. Danke Ihnen.